Moin, ihr Gamer. Moin. Und herzlich willkommen zurück bei Borderlands 2. Borderlands. Borderlands. Wir haben uns hier in den Osten begeben, um mal zu gucken. Na, was hier so gibt. Oh. Was hier so gibt. So, kann ich. Ich habe mir gerade eine schöne Sniper hier gekauft, bei diesen netten Herren im Gerät drin. Das ist aber ein, hier so ein ordentlichen. Ordentlich langes Rohr. Macht aber nicht so viel Schaden, wie ich das gehofft hätte, ne? Oh, Critical. Sehr schön. Musst du zielen ordentlich mit, ne? Ja, sieht so aus. Ist natürlich nix. Das Bulli morgen. Bams. Aber ist schon, macht schon ein bisschen Schaden. Oh ja. Also kann sich sehen lassen, auf jeden Fall. Oh ja. Alles meine XP. Ob ich auch, da gibt's Medikamente, da gibt's Ammo, brauche ich Ammo? Ich weiß gar nicht mehr so richtig genau, wo wir eigentlich sind jetzt momentan, ne? Das ist echt so. Ich kauf mal ein bisschen Ammo. Wir sind doch letztes Mal noch irgendwie mit dem Wagen gefahren. Richtig, wir sind mit dem Wagen gefahren. Mal auf hier, scheiße Vögel. Hier können wir uns auch wieder einen Wagen holen. Ja, wollen wir gleich weiterfahren, aber ich weiß ja gar nicht, wohin es geht. Macht ja nix. Das ist ja eigentlich der Unterschied. Die Kackvögel greifen mich an, Matthias, mach doch mal was. Was kann man denn hier? Ach, guck mal, das ist ja schön. Das will ich haben. Was ist denn gerade überhaupt der Auftrag? Guck mal, ich habe einen lilanen Auto. Ein lilanes Auto. Ein lilanen Auto. Willst du nicht mal auf die Map gucken, wo wir überhaupt hin müssen? Ja, mache ich ja gerade. Faszinierend. Du bist so weise. Also auf die kleine Map da oben. Ich fahre einfach mal so ein bisschen durch die Gegend. Und mal gucken, ob ich dieser Raute näher komme. Was ist denn das da? Typisches männliches Idiotendenken. Ich fahre einfach mal ein bisschen durch die Gegend. Das ist ein Schiff. Ja. Und ein Anker. Anker. Ja. Na guck mal, da sind wir. Hier müssen wir hin. Ja. Ja, ja. Guck mal, und da können wir hinschießen erstmal. Auf die Bulli-Monks. Ja, ja. So. Mal ein, zwei von denen kaputt treten, ne? Mal ein, zwei Leute, das Gesicht vom Kopf treten hier. Da ist noch einer. Ich sehe keinen. Ach, da. Ach Gott, das schießt aber auch genau, das Ding. Ja, ne, ist irre. Diese Präzision. Dem hast du ja ganz schön eins ausgewischt hier. Der steht aber wieder auf, ne? Ach, Quatsch. Fahr doch mal drüber. Fahr drüber da. Boah, und? Das. Zack. Das macht dem nicht so viel das Schaden. Das zieht dem auch gar nichts ab, ne? Aber es, es legt ihn erstmal. Ne, vielleicht macht ihn das auch nur wütend. Das reicht ja schon. Aber uns macht das ganz schön viel Schaden. Ach, Karre dampft wie sonst was. Ja, aber ist auch noch mehr als halb voll da. Warum dampft sie denn so stark? Ist ja egal. So, was müssen wir denn? Sollen wir mal aussteigen hier? Müssen wir zu diesem Schiff oder was? Komm, wir gehen mal gucken. Naja, gut. Schiff ist doch immer schön eigentlich. Steh da nicht so blöd rum. Nur weil du snipern kannst. Warum denn nicht? Das ergibt für mich überhaupt keinen Sinn. Paff. So. Wie war denn dein Tag? Ach du, gut. Viel zu tun gehabt, ne? Spät vom Büro nach Hause gekommen. Ist immer so. Sollst nicht meinen Tag erzählen. So, Entschuldigung. Verwechseln uns beiden einfach zu häufig. Ach so. Schießt du etwa auf mich? Ich glaube, das geht los. Oh. Ja, so ein Der hat gesessen, alter Schwede. Ah, jetzt stehe ich leider ein bisschen in seinem. Okay. Danke dir. So.
immer diese Gewalt. Das ist ja nicht, dass man hier einfach mal in Ruhe so lang gehen kann und so. Was haben wir hier oben denn? Huch! Badass Psycho! So, sowas. Okay. Wie viele. Oh, der verträgt aber ganz schön. Der verträgt ein bisschen was immer. Mein lieber Scholli. Noch einer. Du musst sehen, wie viele. Wie viele kritische. Badass Nomad. Oh, fight for your life. Toll, der hat mich einmal mal platt gehauen jetzt. Ach, der hat ein Schild. Ich glaube, ich komme gerade nicht mal dem zu Badass dir. Psycho helfen? Nicht so richtig gut, weil ich. Warte mal, ich guck mal. Ich muss mich erstmal verstecken. Weil dann sterbe ich hier, ist schon klar, ne? Ja. Aber vielen Dank für deine Hilfe. Es nützt ja alles nichts, ne? Macht Spaß mit dir zu spielen. Wollen wir was anderes machen vielleicht? Sonst vielleicht noch ein paar Witze erzählen oder so. Überhaupt kein Backup von dir. Toll, jetzt laufe ich hier gerade wieder in die Bulimoga-Szene rein. Weil du mir nicht geholfen hast. Ah, toll. Ja, die schlagen mich. So, jetzt krieg ich den aber platt hier, den Arsch. Das freut mich aber für dich. Oh, was hat der denn da fallen lassen, schönes? Ein Gewehr. Das sieht aber irgendwie kacke aus. Und eine Pistole. Ob ich die haben möchte? Muss ich schon wieder was wegschmeißen? Nee, will ich jetzt gerade gar nicht. So, wo ist denn der Badass Psycho hin? Der treibt sich doch bestimmt auch noch hier irgendwo rum, oder wie sehe ich das? Find Corporal Rice. Tja, da war eine dicke Keule dabei, doch. Hard Hand Cannon. Nee. Okay. Ich glaube, ich will das haben. Mann. Hast du ja verdient. Du warst so ein guter. Ach komm, hör auf, jetzt hier rumzuholen. Stell dich nicht so an. Du Mädchen. So, gib das her. Ich muss mal ein paar schlechte Geräusche machen. Ich muss mal kurz mein Mikro in der Höhe verändern. So, und was habe ich jetzt hier aufgenommen? Das da. Gut. Puff. Naja, mal gucken, was das Ding kann. Was das hier an Munition ist. Naja, egal. So, da oben wollte ich rein. Und dann war da dieser. Ach, ist da bestimmt auch schon wieder eine Waffe drin. Ach du Scheiße, guck dir das mal an. Ui. Ist das Angry Renegade. Ist aber nicht, macht aber nicht so viel Schaden. Die andere aber. Oh, wie viel macht die? 49. Oh, ist nicht schlecht. Warum konnte ich den jetzt nehmen? Weiß ich nicht. Ja, guck doch nach. Ja, warte. Fire Rate 15. Oh, die hätte ich auch gerne gehabt, ja. Tja. Macht die mehr Schaden als deine? Die macht tatsächlich nochmal mehr Schaden als die, die ich jetzt immer hatte. Du bist ein scheiß Grabber. Ja, ich habe lang genug drauf geguckt. Na sowas. Ich kann. Mal gucken. Ach, das ist auch mehr so ein Sniper-Ding allerdings. Oder? Ne, mit der Feuerrate. Oh, das ist nicht schnell. Das ist alles, was sie kann? Mach mal, halt mal auf Feuer. Ne, ist nur Einzelschuss. Okay, das ist scheiße. Ah, wenn du schnell schießt, verziehst du. Ach, das sind hier wieder diese Hängematten-Dinger, aber durch die man nicht durchgehen kann, genau. Ja, genau. Aber war das denn nicht gerade hier genau auf diesem Schiff, dass der Punkt, wo wir hin mussten? Und jetzt ist es da hinten? Rennt der, fährt der hier rum oder was? Das ist bei unserem Wagen. Das ist bei unserem Wagen, tatsächlich. Wie kann das denn sein? Brauchen wir das da? Ich weiß, Mission Item.
Echo-Recorder. Ah. Hörst du das auch? Ja. Ich bin ja nicht taub. Aha. Okay, ich will nicht fahren. Find him, Soldier. Find him! Ja, wo ist er denn? Ja, das ist jetzt wieder woanders, das Ziel. Ich glaube, da müssen wir doch da runter bestimmt, oder nicht? Das ist mir jetzt wurscht. Ich weiß es nicht. Fahr mal hin, wo du meinst. Ja, das ist jetzt auch eine ganz tolle Idee. Das ist bestimmt voll richtig hier. Ja, hinter der Ecke waren auch noch eins, zwei. Ja? Ja, wenn du ein bisschen zurückfährst. Genau. Da sind sie ja. Ach, die können hallo, ja alle nichts. Freunde. Genau, immer ordentlich einsacken. Huch. Kann da einfach drüber fahren. Wir sammeln die Knete ein. Ist ja auch schön, ne? Ja, ist ein bisschen wie früher. Wie früher in so Jump'n'Ones. Ah, nein. Halt, hier kommen, von hier kommen wir. Ja? Ja. Aber, ja, sagst du was, hast du recht, du. Ups. Oh, du bist so ein guter Autofahrer. Bemerkenswert. Willst du wieder fahren? Nee. Na also. Oh. Wo bin ich denn dagegen gefahren? Ja, wie wohl? Fragen kannst du auch noch stellen. Ja, dann leveln wir halt noch ein bisschen hier. Ja. Was soll das denn? Brrrr. Ich finde, ich bin schon besser geworden beim Fahren. Aber sollten wir vielleicht auch einen neuen Wagen holen? Ah, der kann noch ein bisschen was. Nö, guck mal, ist wieder heile. Alles klar, perfekt. Zufälle gibt's. So, dann fahren wir jetzt nochmal hier so lang. Ups. Was sind das denn hier für komische Kanten, Kerl, du Kiste da? Weißt du noch, wie ich geschafft habe, dass der Wagen sich in der Luft verklemmt? Ja, das war ziemlich genau hier. Die hören aber auch nicht auf zu existieren. Nee. So, jetzt musst du aber jetzt kurz mal warten. Aber jetzt bin ich völlig in eine falsche Richtung schon wieder hier. Jetzt muss ich nämlich selber doch mal... Was musst du? Muss ich mich doch nochmal... Du bist jetzt dieses Mal... Bist du selber bedeutend leiser als letztes Mal. Ich bin so... Aha. Muss ich den Ingame-Sound nochmal an dich anpassen. Naja, gut. Ich erschieße in der Zeit so lange. Ich kann auch einfach lauter sprechen. Nee, ich weiß nicht, warum du so viel leiser bist als letztes Mal. Also eigentlich habe ich nicht großartig was geändert. Na, ist egal. Jetzt habe ich den Ingame-Sound noch nicht angepasst. Es muss an dir liegen. Vielleicht habe ich Skype auch leiser gemacht, damit du nicht so wahnsinnig viel lauter bist als ich. Was hast du jetzt davon? So, ich fahre noch mal weiter hier lang. Ich glaube, das war gar nicht so falsch. Nee, aber ich glaube, wir müssen da hinten rechts. Hier, hinten rechts? Ja. Nee. Warum nicht? Weil ich das gesagt habe, oder was? Ja, klar. Stimmt auch nicht, wie du siehst. Geht das auf, das Türchen? Wie kann man irgendwo anders hinreisen wieder? Aber das wollen wir jetzt gerade gar nicht, ne? Gut, dann fahren wir halt da hinten, da vorne wieder rechts. Ohne diesmal runterzufallen. Was hältst du davon? Ich guck, was ich tun kann. Wo war das denn eigentlich? Ah, hier ist schon irgend so eine komische Schlucht drumherum, ne? Ich müsste hier eigentlich irgendwie durch, aber da komme ich nicht durch. Vielleicht müssen wir da durchlaufen. Muss ich hier rüber hüpfen oder so? Über so eine Eisscholle? Guck mal. Da hinten? Ja, vielleicht. Oder ist das da eine Brücke? Es kann auch eine Brücke sein. Ja, ist eine Brücke. Eine Hulbe. Hui! Was mit Springen zu tun. Komm, ich weiß gar nicht mehr genau. Wir standen noch am Ende irgendwie auch vor so einem Tor, als wir aufgehört haben. Ich verstehe das gar nicht, wie wir jetzt. Ich weiß es auch nicht mehr so genau.
Ich glaube, ja stimmt, wir wollten irgendwo anders hinreisen oder so, ne? Ja, aber jetzt haben vielleicht wir erstmal das Quest. Vielleicht so war das das Tor da hinten. Aber noch weiß der Kuckuck. Was will denn der Vogel? Hast du auf die Vögel geschossen? Nee, die greifen mich schon die ganze Zeit an. Die haben heute einen schlechten Tag, glaube ich. Ach so. Hier, da, kommt vom Himmel runter, da. Zack, noch einer. Ja gut, es geht los. Ist unglaublich, wie schnell der Wagen sich repariert. Nicht toll. Ja. Was ist denn das hier für eine Matsche? Das ist auch schon wieder alles völlig falsch, wo wir hier rumeiern. Gegen Kaktus. Ganz viele Vögel. Wollen jetzt etwa alle angreifen? Irgendwie ja. Also die wollen nicht nur, die machen sogar, ne? Die sind aber auch nicht besonders stark. Also ich weiß gar nicht, was sie sich einbilden. Ich auch nicht. Puff. Püff. Soll man hier rüber? Kann man hier rüber? Oder sollen wir vielleicht zu Fuß gehen? Da unten kommen wir her. Ich weiß nicht, es sieht so ein bisschen aus, als könnte ich hier rüberfahren. Ja, dann mach doch mal. Fahr doch mal rüber. Läuft wie Sau. Ne? Nein! Oh. Doch fällt er. Nämlich wieder alles voll von Mopeds. Moped-Männern. Och Mensch, du stellst dich aber wirklich auch an, da. Nee, hier liegen noch die Leichen rum. Na? Oh, da kommen da wieder welche. Hat da irgendwer gerade geblökt? Nee. So, push. Geradeaus, immer der Nase nach. Ist fast ein Wunder, dass wir noch auf den Rädern gelandet sind. Da kommt schon wieder Tiere an. Warum sind die denn so wütend? Ich habe keine Ahnung, die haben Hunger oder so. Das ist doch irgendwie gegen uns, die werden doch aufgehetzt gegen uns. Ja, so die Kakteen, hier sind Stinging Cactus. So, hier sind wir wieder am Anfang. Ja. Was ist, wenn wir hier weiterfahren? Ich weiß nicht. Aber es ist doch nicht die Richtung, in die wir müssen. Das ist doch nicht unser Ziel. Nicht, hier kannst du auch Autos holen. Hier ist ein Lied Zeug rum. Ich geh jetzt erstmal sammeln hier ein bisschen. Was soll das denn? Oh, ich bin voll. Ich nicht. Huch! Wir werden ja angegriffen hier von. Ja, vielleicht nehme ich doch die andere Waffe, hm? Wie steht denn da so ungünstig? Warum schlägst du nach mir? Ich glaube, es geht los. Lolololol. Oh, die schlagen mich hier runter. Die sind gemeingefährlich. Ach du Armer. Du spinnst wohl. Was soll denn das? Scheiß noch eins. Wie, du bist schon wieder am Sterben? Ja, doch. Weil du mir nicht geholfen hast. Ich bin ein zart beseiteter Mensch. Hör auf mich zu hauen da. Bratzen, Bulimok. Ich muss meine Fähigkeiten etwas besser einsetzen. Was quatschst du da? Was ist das denn hier? Mission Item, Bad Hair Day. Ach, guck mal hier, Arschhaare. As I fear he would do something irredeemably stupid with it, like make a mohawk out of it or something, let me sweeten the deal. If you bring me the fur, I shall give you one of my finest sniper rifles. Okay. Aha. Machen wir. Ja, die werden wir wohl noch einsammeln, ne? Zwei so eine Dinger. Guck mal, da hinten liegt auch noch irgendwas. Sieht aus wie schon wieder eine Kanone. Ja, die habe ich mir schon angeguckt, die ist nichts wert. Nee, die ist scheiße. So, hier ist noch ein bisschen. Bisschen Moped-Munition. Mhm, mhm. Sind noch ein paar Moped-Moneten.